Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem wir uns mal wieder die spannendsten Karten der Welt anschauen. Ich würde sagen, lasst uns keine Zeit verlieren und starten wir direkt rein. Auf der ersten Karte heute können wir sehen, wo auf der Welt das Tragen von traditioneller muslimischer Kleidung für Frauen erlaubt ist und wo nicht. Die Legalität variiert je nach Land und ist in einigen Ländern umstritten. In vielen Ländern gibt es Gesetze oder Vorschriften, die bestimmte Arten von muslimischer Kleidung verbieten oder einschränken, während andere Länder keine solche Vorschriften haben. In den meisten Ländern mit einer großen muslimischen Bevölkerung ist die muslimische Kleidung für Frauen natürlich meistens legal und wird von vielen Frauen auch getragen. In anderen Ländern gibt es jedoch Einschränkungen hinsichtlich der Art und Weise, wie muslimische Kleidung getragen werden darf. In Frankreich zum Beispiel gibt es ein Gesetz, das das Tragen von Gesichtsbedeckungen in öffentlichen Einrichtungen verbietet, darunter auch Burkinis und Niqabs. Dieses Gesetz gibt es seit 2010 und es verbietet allgemein das Tragen von Gesichtsbedeckungen in öffentlichen Einrichtungen. Dieses Gesetz wurde hauptsächlich als Reaktion auf das Tragen von Burkinis, einem islamischen Ganzkörperbadeanzug, an französischen Stränden eingeführt. Und ein ähnliches Gesetz gibt es auch in Ländern wie Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Österreich und der Schweiz. Insgesamt ist die Legalität von muslimischer Kleidung für Frauen auf der ganzen Welt sehr unterschiedlich und hängt von den Gesetzen und Traditionen des betreffenden Landes ab. Wir sehen eben auf der Karte, dass es in einigen Ländern völlig legal ist und in anderen aber starke Einschränkungen oder Verbote bestehen. Auf der nächsten Karte können wir sehen, wie viele Top 500 Universitäten es in den jeweiligen Ländern Europas gibt. Die Verteilung der Top-Universitäten ist dabei ziemlich ungleich. Ein Großteil dieser befindet sich in westlichen Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden. In diesen Ländern gibt es viele renommierte Universitäten, die seit Jahrhunderten bestehen und sich einen hervorragenden Ruf erworben haben. Ein weiterer Faktor, der die Verteilung von Top-Universitäten beeinflusst, ist die Finanzierung. In Ländern mit einer starken Wirtschaft und hohen Steuereinnahmen gibt es in der Regel auch mehr Geld für die Bildung, was wiederum dazu führt, dass diese Länder auch einen größeren Anteil an Top-Universitäten haben. Wir sehen dabei, dass es in Osteuropa sehr wenige bzw. teilweise gar keine Top-Universitäten gibt. Auch wenn es dort mittlerweile viele Universitäten gibt, die sich in den letzten Jahren schnell entwickelt haben und mittlerweile einen guten Ruf genießen. Insgesamt ist die Verteilung der Top 500 Universitäten aber immer noch ziemlich ungleich und wird von einigen wenigen Ländern dominiert. Das Vereinigte Königreich ist hier führend, da es die Heimat einiger der renommiertesten und angesehensten Universitäten der Welt ist. Es befinden sich insgesamt 58 britische Universitäten unter den Top 500 weltweit. Die Universität von Oxford und die Universität von Cambridge belegen in diesem Ranking auch die ersten beiden Plätze. Weitere renommierte Universitäten im Vereinigten Königreich sind die Universität von Manchester, die Universität von Bristol und die Universität von Edinburgh. All diese Einrichtungen haben sich einen hervorragenden Ruf in den Bereichen Forschung und Lehre erworben und ziehen Studierende aus aller Welt an. Aber wir sehen, dass auch Deutschland in diesem Ranking ziemlich gut dasteht und direkt hinter dem Vereinigten Königreich auf Platz 2 folgt. Als nächstes haben wir es mit einem nicht so schönen Thema zu tun. Suizid ist ein ernstes und weit verbreitetes Problem in Europa. Es gilt als zweithäufigste Todesursache bei Menschen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Die Suizidrate in Europa variiert dabei aber ziemlich erheblich von Land zu Land. Im Durchschnitt liegt die Suizidrate in Europa laut der WHO bei 13,9 Todesfällen pro 100.000 Einwohnern. Einige Länder überschreiten diesen Durchschnitt aber deutlich. Die Länder mit der höchsten Rate sind die Ukraine, Litauen, Russland und Belarus, wo die Suizidrate bei deutlich über 20 Todesfällen pro 100.000 Einwohnern liegt. Die Länder mit der niedrigsten Rate sind Albanien, Zypern und die Türkei, wo die Rate bei unter 5 Todesfällen pro 100.000 Einwohnern liegt. Es gibt dabei eine Reihe von Faktoren, die bewirken können, dass die Suizidrate in der Türkei im Vergleich zu anderen Ländern in Europa relativ niedrig ist. Ein möglicher Grund ist, dass die Türkei eine Gesellschaft mit starkem Familienbund und einem hohen Maß an sozialer Unterstützung ist. Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden, können sich in der Türkei häufig auf ihre Familie und ihr soziales Netzwerk verlassen. Das kann dazu beitragen, dass sie sich weniger hilflos und isoliert fühlen. Ein ähnliches Muster sehen wir auch in Ländern wie Spanien, Portugal und Italien, wo ebenfalls die Suizidrate relativ niedrig ist. Es gibt dabei aber viele Faktoren, die die Rate beeinflussen können. Dazu gehören unter anderem Armut, Einsamkeit, Drogenmissbrauch, aber natürlich auch Depressionen und andere psychische Erkrankungen. Und eine Vielzahl dieser Faktoren trifft in den östlichen Ländern Europas zusammen, sodass die Rate dort relativ hoch ist. Um die Suizidrate in Europa zu reduzieren, sind also auf jeden Fall noch umfassendere Maßnahmen erforderlich, die sich an den Bedürfnissen und Herausforderungen der betroffenen Bevölkerung orientieren. So, das war's schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut euch unbedingt noch die letzte Folge an. Und damit wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge und ich sag ciao.